Wie geht es einem nach einer Ayahuasca-Zeremonie und was solltest du beachten, damit du am besten in dem Prozess weiterbleiben kannst nach der Zeremonie? So, ihr Lieben, warum mache ich jetzt dieses Video? Naja, ich wollte euch einfach noch von dem Prozess, wie es ist nach einer Zeremonie, erzählen und zum einen euch möglichst viele Tipps an die Hand geben, wie ihr halt eure Reise, euren Prozess noch besser machen könnt oder euch auch einfach etwas neugierig auf das ganze Thema machen möchte. Und ja, erstmal zu mir, also ich habe jetzt heute ist Dienstag, gestern früh bin ich aus meiner vierten Ayahuasca-Zeremonie rausgekommen und ich habe ja jetzt schon zwei Videos zu den Themen gemacht. Verlinke ich auch euch oben gerne einmal. Das eine war so ein grundsätzliches Video über Aya, was es ist, was ihr damit machen könnt und wie es einem da so geht. Und das zweite Video war quasi so meine Rückschau, was so in den letzten 3 Monaten nach der ersten Zeremonie bei mir passiert ist. Und dieses Video ist halt jetzt einfach wirklich um dieses Thema. Und ja, erst einmal vorweg, es ist total unterschiedlich. Es kann total unterschiedlich sein, wie so eine Zeremonie bzw. wie quasi dann euer Gefühl nach der Zeremonie ist. Also wirklich von, ihr seid total aufgekratzt, also halt in einem guten energetisch aufgekratzten Zustand, ihr seid komplett platt, down, ihr seid super emotional, also es kann halt wirklich alles sein. Das kann ich halt nicht im Ansatz pauschalisieren. Ihr werdet halt ein ungefähres Gefühl kriegen, quasi nach eurer ersten Zeremonie, in welche Richtung halt quasi dann die Male danach gehen können, also dieses Gefühl danach. Was aber grundsätzlich so bei den meisten Menschen, beziehungsweise bei fast allen Menschen, mit denen ich gequatscht habe, halt so war halt einfach dieses extrem tiefe Glücksgefühl, dieses Dankbarkeitsgefühl, diese Art der Beseeltheit, also wirklich eine absolute Verbundenheit auch zwischen dir, den Menschen und deiner Mutter Natur. Das ist halt auf einem gigantischen Niveau nach so einer Zeremonie und du strahlst halt wirklich, du bist halt super, super dankbar für nahezu alles, weil du halt einfach verstehst, was für ein riesengroßes Geschenk das ist und ja. Das ist halt wirklich bei durchgehend allen Menschen halt einfach der Punkt und dann, was halt auch noch sehr stark ist nach Zeremonien, ist halt einfach, dass du extrem offen bist und wirklich offen in Art zu jeder Interpretationsmöglichkeit. Also du bist halt emotional bzw. empathisch super offen, du kriegst ganz, ganz, ganz viel mit, aber halt auch deine quasi ganzen emotionalen Zentren bzw. ganze Körper, der kriegt sau viel mit, was halt gerade in seiner Umgebung abgeht. Und es kann halt wirklich sein, dass du halt nach einer Zeremonie, nach einem Retreat nach Hause kommst. Keine Ahnung, fällst halt automatisch in deine Routinen rein und merkst auf einmal so, wow, keine Ahnung, dann Instagram, meine Freunde, weiß nicht, die Nachrichten, was auch immer, tut dir auf einmal gar nicht mehr gut und du merkst halt ganz intensiv, wie so eine Art Stich kann das halt schon sein bei dir. Und das ist dann halt vollkommen okay, da brauchst du dich nicht wundern oder keine Angst vor haben, also im Endeffekt darfst du dankbar dafür sein, weil es ist ein wunderbares Zeichen, wenn du das so schnell merkst und dann halt auch gegensteuerst, heißt, weiß nicht, den Fernseher ausmachst, Instagram oder sagst halt deinen Freunden so, hey, du jetzt gerade mal nicht oder überlegst halt langfristig dich auch von denen zu trennen, was halt auch tendenziell ein Zeichen ist, wenn du so etwas fühlst. Aber es reicht in dem Fall ja, wenn du einfach dann sagst, hey, ich brauche jetzt gerade ein bisschen Zeit für mich und gehst nach Hause oder ziehst dich so ein bisschen zurück. Und das ist halt auch so ein Punkt, Rückzug. Nach so einer Zeremonie brauchen super viele Menschen nochmal ganz, ganz viel Zeit, also Tage bis Wochen habe ich auch schon erlebt, wirklich für sich, um da diesen Prozess noch weiter durchzuarbeiten. Das ist halt auch einfach der nächste Punkt. Es ist halt einfach nicht vorbei, das ist wie mit einem Seminar. Der eigentliche Teil geht quasi danach los, nach der Zeremonie. Du wirst halt deine Punkte mitbekommen haben, deine Messages oder du wirst
Also wirklich, du kannst ja quasi von Ahnengesprächen bis Traumata, Heilung und. Da kann ja alles möglich sein. Aber nichtsdestotrotz geht es ja dann darum, danach die Punkte in deinem eigentlichen Leben zu integrieren. Denn wenn du das nicht tust, dann wird die nächste Zeremonie sehr ähnlich sein wie die, wo du die Messages bekommen hast, die du nicht integriert hast. Weil Aya kann ja quasi dann auch nicht weitermachen mit dir oder aufbauen, weil du ja die alten Punkte noch nicht gemacht hast. Wenn ein Loch in der Mauer fehlt, dann kannst du nicht den nächsten Stein draufsetzen. Muss ja erst die Lücke gefüllt werden. Und so ähnlich ist es halt auch dabei. Deswegen nimm dir halt auch wirklich Zeit, das zu reflektieren, die Gedanken aufzuschreiben. Das ist halt einfach nochmal ultra, ultra, ultra hilfreich. Dafür, das mache ich halt auch wirklich immer. Und ich bin jetzt auch, wie gesagt, ja quasi bei Tag 2. Weil am Montag bin ich rausgekommen aus der Zeremonie und heute ist Dienstag. Und ja, nimm mir da halt auch wirklich dann die Zeit und die Muße dafür, was halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Genauso halt alle Fühligkeiten sind ins Absurdum gesteigert nach so einer Zeremonie. Also halt von Hellfühligkeit, Hellfühlen, Hellsicht und. Das ist alles ganz, ganz gesteigert und das kann am Anfang intensiv sein, vielleicht auch etwas zu viel oder ungewohnt. Dann hilft es natürlich halt erstmal bei sich anzukommen, zu atmen, was du ja auch bei so einer Zeremonie halt lernen wirst, wie wichtig Atmung ist. Und dann halt auch einfach, ja, das zu akzeptieren und auch stückweise damit lernen umzugehen, weil das ist halt auch wiederum ein Geschenk, was dann auch wiederum freigelegt wurde für dich, was du halt in deinen Alltag oder in dein generelles Leben anfangen darfst zu integrieren. Ja, was einfach total schön ist. Und im Notfall natürlich immer mit dem Schaman seines Vertrauens reden. Der kann dir da auch sicher mal helfen. Ja, dann der nächste Punkt. Du bist halt in einem ganz, ganz, ganz besonderen Mood nach so einer Zeremonie. Also du fühlst dich halt total einzigartig, total beseelt, total glücklich und es ist ein nahezu unbeschreiblicher Zustand, in dem du dich halt fühlst. Aber wenn du diesen Zustand lange behalten möchtest, nach dieser Zeremonie, dann solltest du dich halt an die Ernährungsrichtlinien halten, die du halt vor so einer Zeremonie machen solltest. Also halt kein Fleisch essen, quasi keine sauren Lebensmittel, auch Kaffee und dann natürlich halt auch keinen Alkohol trinken und. Also all diese Punkte musst du halt dann halt, so lange wie du halt in diesem Prozess, in diesem Gefühl drin bleiben möchtest, solltest du diese halt nicht tun, nicht weiterführen. Ich meine, das sind eigentlich grundsätzliche Punkte, aber halt ganz nochmal besonders halt nach so einer Zeremonie. Wenn du halt dann eine Woche lang dieses Gefühl haben möchtest, dann solltest du halt mal eine Woche lang auf ein Bierchen verzichten. Und wenn du das nicht kannst, dann ja, haben wir ein ganz anderes Problem. ja, genau, also da halt würde ich auch einfach dann schauen, dass du dich dann halt in der Woche so gut wie möglich ernährst und halt aber auch Detox im eigentlichen Sinne, wie ich jetzt schon angesprochen hatte, mit Nachrichten, mit falschen vermeintlichen Freunden oder Freunden, die dir gerade einfach gerade in diesem Moment vielleicht einfach nicht gut tun, Familienmitgliedern, was auch immer, Nachrichten. All das einfach mal so lange sein lassen, wie du halt in diesem State bleiben möchtest. Mega wichtig. Dann, genau, noch ein wichtiger Punkt. Du hast ja halt, auch wie ich sagte, einen total gesteigerten Zugang zu dir und deiner Intuition. Dieser solltest du dann unbedingt folgen. Wenn jetzt ein Gefühl hochkommt, so hey, Felix, ich möchte das und das tun oder ich möchte jetzt in meinem Business das und das machen, was auch immer halt dann für Impulse hochkommen können. Ne? Folge diesen Impulsen. Ich meine, du hast jetzt nicht ohne Grund so eine krasse schamanische Erfahrung gemacht, beziehungsweise spirituelle Reise, um dann wieder mit deinem Kopf zu arbeiten. Er ist ja totaler Kukulores. Vor allem, wenn du halt noch diese geile Anbindung nach oben jetzt hast, dann nutzt die auch. Wenn das Zeichen ist, kommt, sag, hey, mach dies, mach jenes oder, keine Ahnung, verreist nach XY, was total behämmert klingt in deinem Kopf, ist egal, mach es, mach es. Weil wenn du es nicht machst
und deine Stimme wieder anfängst zu ignorieren, deine eigene Stimme, dann wird die sagen, ja, so, ey, fick dich doch. Wenn du nicht auf mich hörst, warum soll ich dir denn was erzählen? Dann geht die wieder, beziehungsweise dann zieht die sich wieder nach innen zurück, in dich. Oder dann geht die Verbindung nach oben weg, was auch immer. Deswegen höre auf diese Stimme, achte auf diese Stimme. Selbst wenn du es in dem Moment nicht umsetzen kannst, dann schreib es wenigstens auf und mach es am Abend oder wie auch immer. Aber setz es um. Denn wenn du es nicht machst, wird dir gehen, diese Stimme. Und das möchtest du ja nicht. Weil deswegen bist du ja auf diese Reise gegangen. Ne? Und dann der nächste Punkt, be kind. Also sei gut zu dir, sei achtsam zu dir. Denn ich war jetzt heute beim Power Yoga und heute war halt auch wieder ein ganz besonderer Tag. Heute ist ja der 1. März, das ist ja von irgendeiner indischen Gottheit ein super krasser Tag. Plus, dass halt heute auch noch Vollmond ist. Und selbst beim Yoga haben wir dann heute super ruhig gemacht. Also es war quasi mehr eine Stretching-Class anstatt Power-Yoga. Aber selbst die hat mich einfach echt total geplättet. Und ich habe quasi fast die ganze Stunde ausgesetzt und lag dann nur auf der Matte und war in einer Child-Pose, weil ich nichts tun konnte. Und fang dann nicht an, nach dem Aja dann irgendwie den krassen Leistungssport zu machen. Mach einfach das, was sich gut anfühlt. Und wenn du mal eine Woche keinen Sport machst, wird das auch in Ordnung sein. wie gesagt, sind so Sachen wirklich wie schwimmen gehen, spazieren gehen, das geht halt immer, also wirklich leichte Bewegung. Das ist halt immer super. Aber mach kein Knallgas, weil das ist halt genau das Falsche, weil es dann halt einfach super krasse maskuline Energie ist bei einem weiblichen Aja. Ne? Musst du aber auch bedenken. Dann, ja genau. Sehe die Zeichen, also du wirst halt auch super viele Zeichen empfangen können, sehen können, also wie mit dem Thema Intuition. Diese gilt es dann halt auch wieder wahrzunehmen, zu akzeptieren und dann halt nicht über den Verstand wegzudrücken oder wegzuargumentieren. Ja, dann, genau, halt einfach noch der letzte Punkt, überfordere dich nicht, lass es ruhig angehen. Ich meine, du warst ein paar Stunden lang auf einer der krassesten Erfahrungen, die man auf dieser Welt einfach machen kann. Und das ist nicht übertrieben, das ist halt wirklich einfach so. Und deine Seele, die ist eine Reise, die hat eine Reise gemacht, das kannst du nicht vorstellen. Oder nur in einem Eierputz, das kannst du dir vorstellen, wie krass das halt einfach für deine Seele war. Und die muss sich jetzt ja auch einfach quasi wieder in diesem Körper setzen. Die war ja ganz, ganz lange nicht in deinem Körper, beziehungsweise du warst so in dieser Zwischenwelt. Und deswegen kümmere dich um deinen Körper, tu ihm was Gutes, nimm ein Bad, was auch immer und kümmere dich um dich und dann ist einfach schon ganz, ganz viel gemacht, was du wirklich Gutes tun kannst und ja, ich bin total gespannt, wie du das Video fandest, lass mir gerne einen Kommentar da, wie deine Erfahrungen sind und vor allem, wenn du noch Tipps hast, dann schreib sie bitte unten rein, dann kannst du mir und allen anderen Zuschauern nochmal helfen, da noch bessere Erfahrungen zu sammeln. Ich danke dir und freue mich für dein Sein und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinen Reisen. Ich danke dir.